Hallo, hallo, hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Brotherhood. Ich sollte aufhören, so zu reden. Wir haben bei Doppelengate 100% Synchronisation erreicht. Was mich wundert. Ich hätte gedacht, wir hätten es nicht geschafft. Aber okay. Wir haben jetzt ein höheres Einkommen. Wir können jetzt Missionen der Diebe machen. Also Diebesaufträge können wir erledigen. Und neue Erinnerungen an Christina verfügbar. Christina. Sehr interessant, dass wir jetzt schon eine haben. Ich würde sagen, die Christina-Mission machen wir nach und nach, wenn wir, soweit ich weiß, großartig alle haben, die wir irgendwie bekommen können. Erstmal synchronisieren wir hier diesen Standort. Einer von vielen Standorten, die man so synchronisieren kann, ohne dass wir einen Borgia-Hauptmann töten müssen. Lasst mich doch mal nachschauen, wie weit ist denn das Romulus-Versteck entfernt? Nicht allzu weit. Würde ich sagen, dann machen wir das doch einfach mal. Aus dem alleinigen Grund, weil ich halt die Rüstung unbedingt haben will. Und weil die Rüstung halt auch echt schnieker aussieht. Und was gibt es Schöneres, einfach schon eine starke Rüstung zu Anfang zu haben. Da vorne sehe ich auch schon den Eingang. Was es mit dieser Pyramide auf sich hat, keine Ahnung. Das ist aber anscheinend irgendeine Sehenswürdigkeit, die man... Lass mich doch gerade mal lesen. Dieses riesige Grabmal wurde zwischen 18 und 12 vor UZ für Caius Cestius errichtet, der sowohl Mitglied des Magistrats als auch der Septemviri Epulonum war. Letzteres war ein Priesterkollegium in Rom, das für die Veranstaltung religiöser Feste für die Götter und die Ausschmückung anderer Feiern zuständig war. Beim Bau der Aurelianischen Mauer zwischen 271 und 275 wurde die Pyramide als dreieckige Bastion Teil der Wallanlage und explodierende Baukosten einzunehmen. Du wirst bemerken, dass die Seiten der Pyramide viel steiler abfallen als die ihrer ägyptischen Vorbilder. Man schiebt dies auf falsche Skizzen der ägyptischen Pyramide beim Holz, wenn es benutzt wurden. Ach, das ist ein Grab. Okay. Ich dachte schon. Hat mich etwas gewundert, deswegen. Gut, manche schließt er auf. Den hat er anscheinend eingetreten. Warum nicht? Ma, wie lange lädt das denn? So. Ach, hier sind wir. Ah, deswegen auch die Stelle mit dem Grabmal. Wölfe unter den Toten. Den Bau der Anhänger finden. Vollsynchronisation, die Erinnerung innerhalb von 8 Minuten beenden. Probieren wir es doch einfach mal. Weil komplett umgucken will ich mich jetzt hier auch nicht. Auch wenn es hier viel, viel Geld zu holen gibt. Würde ich auch mal sagen, legen wir doch einfach mal den Fokus darauf, es wirklich zu 100% zu schaffen. Weil es gibt hier sehr, sehr viele Seitenwege und alles und so weiter und so fort. Das heißt, wer hier unbedingt alles Geld haben will, was sich drin befindet und die 100%ige Synchronisation haben will, sollte zuerst das Geld finden oder zuerst die Synchronisation versuchen. Weil beides gleichzeitig wird etwas schwieriger. So. Ich hoffe, das ist hier wirklich ein kleines Labyrinth. Ich hoffe, ich bin jetzt den richtigen Weg gegangen. Scheint aber soweit noch alles richtig. Und hier runter. Hier war ich schon mal nicht richtig. Dann hier hoch. Oh, diese absolut geile Musik, wie ich finde. Sag mal, haben die hier irgendwie dauernd was wiederholt? Das fällt mir gerade zum ersten Mal auf.
dann so eine kleine, geile... Wow, was? Das, was? Nein, ich habe doch in die richtige Richtung gedrückt. Ach, verdammt. Verdammt. Wollte ich nicht. So. So. Gut, ja, sieht man schon, habe ich das erste Mal verkackt, so richtig. Weil ich es nicht richtig gewundert habe. Ihr merkt schon, die kriegt man schon halt ein bisschen Knete. Hier bin ich aber richtig. Oh, da ist einer gerade lang gelaufen. Und dann hier entlang. Man kann sich eigentlich immer ein bisschen an dem Punkt auf der Karte orientieren. Aber ganz hundertprozentig auf sowas verlassen würde ich mich jetzt auch nicht. Klar, es gibt einen linearen Weg, den man recht schnell finden kann. Aber muss nicht. Hat man ja mitbekommen, dass ich mich auch schon verlaufen habe. Dadurch, dass es so labyrinthartig ist, fallen viele Copy-Paste-Sachen einfach gar nicht auf. Kann das? Mal so nebenbei, dass wir es gerade geschafft haben. Glaube ich. Nee, Quatsch. Ist nur eine Cutscene. Nebenbei, wie viel Zeit haben wir eigentlich noch? 5 Minuten ungefähr. Ist tief. Und tap. Da lang. Und einmal nach links. Und einmal geradeaus weiter. Und ich habe mich schon wieder verlaufen. Nein, oh, nee. Und hier. Und hier. Und hier hoch. Da hoch, Kollege. Oder eben auch nicht. Doch, muss ich. Scheiße. Nee, Gnarf. Ich hasse sowas. Auf, geh doch hoch. Hep, hep. So. Zack, zack. Da lang ging es, glaube ich, nicht. Aber soweit ich weiß, gibt es... Also, das, was ich mir eigentlich bisher irgendwie auch gut vorstellen kann, ist, dass es mehrere Wege ans Ziel gibt. So, jetzt sind wir hier. Ich suche die, die den Romulus-Kult anführen. Mir denken können. Hätte er sich doch denken können. Nach links? Ich glaube schon. Dann hier hoch. Hätte er ein bisschen anders gehandelt, hätte er sich wahrscheinlich auch noch selbst an dem Seil hochhangeln können. Hätte wahrscheinlich einiges an Arbeit gespart.
hier, bevor ich da auch irgendeinen Fehler mache, gehe ich da lieber etwas auf Vorsicht und bekomme einen neuen Weg, um hier hochzukommen. Perfekt. Ein Rückweg, wenn ich falle. Ja, auf komm, hüpf da mal hin. So, da und da und da und da und hier rüber. Dann einmal hier hoch. Oder eben auch nicht. Hier hinten kann ich hoch. Hallo. Ach, nee, warte. Haha, hier kann ich links rum. Und hier kann ich weiter hoch. So, macht das Sinn. Und da dran. Eigentlich müssten wir es doch so langsam mal geschafft haben, oder? Haben noch ungefähr 2 Minuten. Oder? Ja, ja. Hier ist eine Wand. Da ist ebenfalls eine Wand. Verdammt. Da auch. Jetzt bin ich verwirrt. Hier lang? Wahrscheinlich muss man bloß irgendwie nur dem Licht folgen. Och nee. Gut, ich glaube, das mit den 100% können wir uns jetzt abschminken. Höre uns, o Romulus! Was soll mit diesem Eindringling geschehen? Hört nicht hin! Die Borgia sprechen durch ihn! Kein Gott! So, wo ging's hoch? Da schon mal nicht. Hier. Huch, hä? Nein, 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 bleib oben, Kulle, ich bleib oben. Was? Hä? Was war das denn? Kulle, ich mach Platz. Du bist ein toter Mann. Hep. So. Ja, Zeit läuft ab. Ich höre es schon. 100%ige Synchronisation haben wir nicht geschafft. Und hoch. Pam. Übrigens lässt sich mit diesen... Komm, einer der anderen Tunnel führt uns zu ihm. Nur mal so nebenbei gesagt. Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Sag mal, ich bin doch da. Der hat nicht viel gereicht. Man muss den Weg wahrscheinlich perfekt kennen und direkt durchrennen. Das macht in dem Fall immer noch am meisten Sinn. Und irgendwie die Gegner in Ruhe lassen können. Oder auf irgendeine Art und Weise schnell töten können. Also so richtig schnell. Ja, egal. Schriftrolle 2 von Romulus. Ich bin auf die Knie gesunken, mein Atem stockt, als ich versuche, das Schauspiel vor mir zu begreifen. Es ist dieselbe Höhle, die mich in meinen Träumen verfolgte. Ich habe zahllose Nächte damit verbracht, sie im Schlaf zu erkunden. Ich war dazu bestimmt, sie zu finden. Ich habe beschlossen, dass wir uns hier versammeln werden. Hier werden wir den Sturz unseres Feindes planen, unseres Freundes, unseres Diktator Perpetuo. Wir sind 40, allesamt Senatoren. Allesamt Liberatore. Cassius hat mir die Planung übertragen, obwohl ich noch keine Idee habe.
2 von 6 Schriftlungen. Oh, ein Kladderring. Der wird auch noch sehr nützlich werden. Den brauchen wir auch noch zu 100%, das weiß ich. Genauso wie Tomaten. Tomaten machen wir auch noch. Tomaten sind super selten. Und das war's. Dann einmal wieder raus nach Rom. Wölfe unter den Toten. Ja, die erste Mission, mit der wir nicht zu 100% haben. Aber das ist in dem Fall ja auch echt egal. Dann würde ich sagen, Freunde, bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Der Part ist auch schon vorbei. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Let's Play Assassin's Creed Brotherhood. Haut rein!